Ich hatte euch ja gerade ein Video hochgeladen, und zwar indem ich das Unboxing der Umarex Glock 17 Gen 4 in der 6mm BB 1 Joule Airsoft Pistole. Ich hatte ja in dem Video erwähnt, ich werde euch noch sagen, wofür ich diese Airsoft Waffe tatsächlich angefordert habe. Nun, mich hat es jetzt einfach mal interessiert, ob es möglich ist, mit Hilfe einer solchen Blowback Airsoft, die mit 1 Joule oder mehr arbeitet, ob man dazu in der Lage ist, mit der Hilfe dieser Airsoft seine skisportlichen Leistungen, zum Beispiel im Umgang mit einer Glock, zu verbessern. Wie es der Zufall will, habe ich mal spaßeshalber vor ein paar Tagen schon mein Mantis drauf montiert und ich war angenehm überrascht zu sehen, dass das Mantis funktioniert. Ich habe mein Mantis gekoppelt, ich habe die App gestartet, ich habe die Lautstärke hochgedreht. Das heißt, ihr bekommt jetzt nach jedem Schuss, ich habe glaube 23 Schuss, das heißt, der Tank ist voll, habe ich die Ansagen von jedem einzelnen Schuss, wie das Abziehen erfolgt ist, mit welcher Punktzahl. Da bin ich selber mal gespannt. In diesem Sinn, wir legen jetzt mal los und weil ich eben wissen möchte, ob ich hiermit meine Schießleistung mit der Glock eventuell ein bisschen verbessern kann, weil die Haptik und so weiter alles das gleiche ist, gibt es mehrere Teile. Also, legen wir mal los mit dem Schießen. Das ist ja das, wofür ihr hier seid, oder? Sag ich doch. So, Handy wieder aufwecken. Dann machen wir mal Start. Vierundneunzig. 84. 87. 88. 94. 88. 82. Yes. 91. 90. 89. 88. 90. 95. 94. 88. 90. 84. 90. 98. Hey. 81. 84. Wie wir auch sehen, der letzte Schuss ist raus und der Schlitten bleibt hinten. Wie also bei der echten. Es gibt auch Ersatzmagazine hierfür. Und damit kann man dann auch einen schnellen Magazinwechsel durchführen. Also auch eine ziemlich coole Geschichte.
Haptik, wie gesagt, wie die echte Glock. Ziemlich cool. Ich werde auf jeden Fall mit dem Mantis und dieser Airsoft trainieren. Und ich will wissen, kann ich hiermit meine Leistung an der Glock verbessern? Weil, wie ihr wisst, ich bin mit der Glocke echt nicht gut. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich hatte jetzt mantistechnisch einen Gesamtdurchschnitt von 89,3. Und ich sag mal, der häufigste Fehler, das war hier rechts. Und das war dann tatsächlich laut dem Ding hier zu viel Abzugsfinger. Das heißt, ich war zu weit in dem Abzug mit drinnen mit dem Finger. Und es bleibt spannend. Sehr spannend. Aber jetzt wisst ihr, wofür ich die Airsoft angefordert habe, weswegen ich darum gebeten hatte, mir eine zukommen zu lassen. Und da bin ich mir echt gespannt, wie das weitergeht. Ziemlich coole Geschichte. Und wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich auch was, womit sich der eine oder andere, gerade dann, wenn er, sag ich mal, ein bisschen abgeschieden im Keller oder wie auch immer, wo er nicht unbedingt von außen gesehen wird, ein bisschen zu Hause sein Trockentraining, nochmal einen Tacken aufpeppen kann. Weil man hat natürlich auch die Möglichkeit, die Treffer vorne über die Kugeln zu sehen, wie die tatsächlich liegen. Und da mache ich euch gleich noch ein Foto davon. In diesem Sinn, wir sehen uns!